herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen in meiner Küche. Und jetzt passt es, glaube ich. Ja, hallo. Oh, die Putzleier gemacht. Die Einkaufspolizei ist auch da und ich habe Durst. Oh mein Gott. Ja, der Putzler hat immer noch ein bisschen Aurauchi. Aber wir geben Schleimi. Geschlafen. So, Prost Mahlzeit, ne? Ja. Junge, Junge, da war schon was los heute Morgen hier bei der Krankengymnastik. Ich mache diesen Haul ja immer Montag. So, Montags ist immer vollgepackt bei mir. Ist übrigens schon 23:30 jetzt. Ja, da musste ich heute zur Krankengymnastik. Und da war Notarzt, Krankenwagen, Polizei. Soweit ich gehört habe, ist wohl irgendjemand tot. Oh mein Gott, ey, ich weiß auch nicht, ob da im Hotel beim Frühstück umgefallen oder keine Ahnung, was da passiert. Ich weiß es nicht. Aber da hast du echt schon einen Kaffee auf. Da hast du schon keinen Bock mehr. Ne? Übrigens ist das im Moment meine Handtasche. Ich wechsle die ja immer durch. Ich habe ja so ein paar. Das ist die, die ich vom Expertengeschenk gekriegt habe. Voriges Weihnachten. Von Zelda. Videospiel, wer es nicht kennt. Ja, die habe ich im Moment im Gebrauch. So. Ja, ich war ein bisschen einkaufen. Nicht allzu viel, weil ihr wisst ja, ich habe ja erst schon diesen Haul gehabt. Aber Kleinigkeiten müssen halt immer mit. Und da war ich beim Lidl, Aldi und bei DM. Ich habe aber was nicht bekommen. Das zeige ich euch oder sage ich euch gleich, was ich nicht bekommen habe. Nämlich, warte mal, diese hier. Da ist jetzt noch so viel drin. Mal gucken, ob ich den am Freitag mitnehme. Ihr kennt wahrscheinlich das Original Lillet. Oder Lillet. Ne, Lillet eher, ne? Ja, und es gibt jetzt so nachgemachten beim Lidl, aber nicht bei unserem Lidl hier. Das heißt, ich muss extra nach Ingolstadt in die Eriakstraße. Gut, liegt auf dem Weg zur Arbeit, wäre nicht das Problem, mal eben rechts abzubiegen. Aber finde ich halt blöd. Da haben sie ihn, hier haben sie ihn nicht. Ja. Naja. Wenn ich ihn gar nicht kriege, nehme ich den Rest hier mit. Gut. Ist. Weil das Mischen mit. Also. Ich zeige euch das mal. Ist im Kühlschrank. Kann ich nur empfehlen. Lillet kostet ungefähr 16 Euro, die Pulle, habe ich gerade gesehen. Und den Dupe hier, den kriegst du da für 6,99 oder 7,49 Euro, irgendwie die Hälfte auf jeden Fall. Den mischst du dir hier mit Freeway Wild Berry, kriegst du beides beim Lidl, also habe ich beides beim Lidl. Ist mega geil. Machst noch ein paar Eiswürfel rein, lecker, schmecker, Honigbäcker. Und das wollen wir machen. Ja, aber wenn du keine Pulle kriegst, die für 16 Euro kommt. Also die für 16 Euro ist mir ein bisschen zu happig. Da muss ich mal gucken, ob ich die bekomme. Also, wir fangen jetzt mal an. Ich habe eine ganz kleine Tasche hier und ich habe hier eine Schnecke liegen. Schnecke, sollen wir mal rutschen? Jo! Ich muss die Kissen mal wieder waschen, die hier liegen, ne? Oder wegschmeißen, neue kaufen. Ja, ich brauchte Nudeln. Macaroni! Weil ich will meinen Nudelauflauf machen. Und da brauche ich halt Macaronis. Ja, und ich habe halt Wild Berry habe ich mitgebracht. Ne? Den kriegst du, glaube ich, für 94 Cent. Oder nee, noch günstiger. Irgendwas mit 60 Cent. Ist auf jeden Fall ein Dupe hier auch zu Schweppes. Ne? Ist ja auch teuer. Also immer Augen auf. Augen auf beim Einkauf. Milbona mit Kräutern habe ich mir einen mitgebracht. Das ist Schiffchen, weil ich möchte Kartoffelauflauf. Irgendwas mit Kartoffeln machen. Auflauf, ich habe noch Gehacktes, ich habe noch Blumenkohl, da irgendwie so. Dann einmal so ein Viererpack, ja, Maxi Monterey, wie Schoko-Haselnuss für Monique. Ja, Kräuterbutter kommt auch in meinen Nudelauflauf und eine Gurke. Ist ein bisschen kurz, ne? Aber dick. Hallo, schöner Umfang. Worüber sprechen wir ja eigentlich? Wir sprechen hier über Toilettenpapier. Es gibt wieder eine neue Limited Edition bei DM. Mit Hundis drauf. Mit Dackel. Oh, mit Dackel drauf. Liebe Grüße an Kerstin in dem Sinne. So. Genau. Wir packen die nächste Tasche aus. Oh, die ist ein bisschen schwerer. Jo, Käseaufschnitt habe ich mitgenommen. Viermal Edamer, zweimal Tilsiter, einmal Emmentaler. Ich nehme ja oft immer dieses fettfreie, diesmal habe ich normal mitgebracht, weiß ich auch nicht warum. Fusselrolle. Was wäre dieser Haushalt ohne Fusselrolle, ne?
nix wert. Jo, einmal Gorgonzola Pikant. Den gibt es ja auch noch im Mild. Ich nehme immer den Pikanten für meinen Nudelauflauf. Jo, einmal für Monique Essen. Dann habe ich hier Quarkbällchen. Die nehme ich einen Experten heute mit zur Arbeit. 6 saftige Quarkbällchen mit Kirschfruchtfüllung. Jo, ich denke, dass er sowas auch mag. Und da freut er sich immer, wenn ich was mitbringe. Dann freut er sich wahrscheinlich auch, wenn ich Zigaretten mitbringe. Ja, hier wieder diese Goldfield, ne, XXL Zigaretten. Ja, Kong Strong musste auch mit. Und das nicht wenig. Ich habe 14 Dosen mitgenommen. Weil da waren keine mehr. Ich glaube nicht. Nee. Hat er alles mitgenommen. Okay, muss mal eben hier das wegstellen. Denn ich habe noch Pommes mitgenommen. Die fanden gut. Und wenn ich dann halt abends... Er hat die Frühschicht, ich habe die Spätschicht. Und wenn er dann... im Moment ist er halt nicht mittags zu Hause, auch nicht nachmittags zu Hause. Er ist immer abends zu Hause, weil die Umstellung ist im Lager. Ist er aber dann mal mittags zu Hause, isst er dann das, was ich gekocht habe. Und dann abends nochmal so einen schönen Pommes in der Heißluftfritteuse und gut. Deswegen habe ich immer welche im Haus. Und nochmal, oh, Entschuldigung, Mr. Putzelmann. Putzel. Oh. Nochmal einmal Essen für Monique. Und hier sind, glaube ich, die ganzen Kaufstoffe. Oder war ich noch irgendwas? Nein. Das wird heute ein schneller Horn, ihr Leute. Jo, aber trotzdem 80 Euro weg. Ach, guck mal, ich habe noch was von Action. Das habe ich nämlich gesucht, als ich meine Tasche ausgepackt hatte. Ich war ja noch mal beim Action kurz wegen Pfeffermühlen. Da bist du gerade eh da in der Ecke, weil ich mal fressen habe, war. Dann kannst du auch mal eben dahin. Wollte der Experte gerne haben. Und die habe ich eben im Auto vergessen. Geschenkpapier, Weihnachtsgeschenkpapier. Ja, ich fand die recht schön hier mit den... mit den Hirschen drauf und hier, ich habe keine Ahnung, so Tannenbäume, Christmas drauf. Schon wieder Krankenwagen? Hey, heute ist was los hier, Leute. Ich weiß auch nicht. So, dann brauchte ich einmal Slip-Einlagen. Jo, also so ein Pack reicht bei mir immer einen Monat. 48 Stück sind da drin. Jo, guter Monat reicht das immer. Aber ich nehme wirklich nur die von Always. Die kann ich empfehlen. Die duften auch wirklich gut. Die halten. Also ich schwöre da wirklich auf Always. Ob auf Slipanlagen oder Binden. Bei mir kommt nichts anderes hin. Ich habe mir mitgebracht eine Käsebrezel. Und da fällt mir gerade ein, ich mache mir mal eben den Ofen an. Den Backofen. Denn es gibt heute für mich eine schnelle Lasagne. Ja, hört mal einfach zu. Ich bin gleich wieder da. Ich bin wieder hier. Ach, hier darf man ja nicht sehen. Und sie sind dann auch gesperrt. Ich glaube, der eine oder andere kennt ja diese Lasagnen aus dem Lidl oder aus dem Aldi, ne? Diese abgepackten, diese kleinen. Ja, die gibt es heute bei mir. Schnelle Küche. Ist montags. Und montags habe ich wenig Zeit zum Kochen. Da gibt es viel schnelles Fertiges. Ein Prospekt vom Aldi. Dann einmal Traditions-Leona Klassik. Haben sie jetzt auch ein Geflügel, aber... Ach komm, ich brauche ein Schwein. Ja, einmal meinen Südtiroler heißgeliebten Speck. Auch vom Lidl. Natürlich Sabellatwurst, ne? Wie könnte ich das Kind vergessen? Um Gottes Willen. Jo, dann hatten sie im Angebot ein Dreierpack Paprika. Ich brauchte eh Paprika. Und finde ich auch gut, dass sie den so gemacht haben, ohne grüne Paprika. Weil grüne Paprika ist dann doch so ein bisschen bitter, so zum Rohessen nicht so toll. Dann hatte ich auf diesem Wühltisch beim DM auch was gefunden von DM Bio Aufstrich Kürbiskarotte. Keine Angst, das ist nicht für mich. So was kommt dann in die Steffi-Box, ne? Der Kürbis, immer Kürbis ja, aber Karotte? Nein. Aber der Herbst ist da und der Herbst wird lecker. Hatten sie runtergesetzt, mein Gott, von 1,65 auf 80 Cent. Dann nehme ich sowas mal halt gerne mit. Ne? Ja, dann habe ich noch eine Pizza mitgebracht, weil wir wollen am Wochenende so ein ungesundes Buffet machen, sagen wir mal so. Ne? So für Abend zum Knabbern. Dann so eine Pizza da rein, das sind so Chili-Cheese-Nuggets, Frühlingsrollen, sowas halt. Ne? So ein bisschen Schappi-Schappi, Mampfi-Mampfi. Jo, es ging einmal leer Tomatenmark.
Bring mal sofort drei mit. Warum? Nein, also eins reicht dann erstmal, ne? Dreifach konzentriertes Tomatenmark. David nimmt das immer gerne zum Kochen. Sensodyne brauchte ich wieder. Hier meine Zahnpasta Multicare Samtweiß. Ja. Gegen oder für empfindliche Zähne. Ja, Leute, guck mal, wie meine Nägel aussehen, ne? Ja, läufst du rum wie der letzte Schlunz. Hier blättert das jetzt schon alles ab. Ich bin echt froh, wenn die jetzt runter sind und meine Nägel sich darunter mal erholen können. Weil ganz ehrlich, wenn du ja zum Nageln gehst, ne, hast du nicht wirklich gesunde Nägel darunter. Es ist einfach so. Schön, also, dass das jetzt mal rauswuchst. Egal. Da muss ich jetzt durch. Ist wie Übergang mit der Haare, ne? Sieht auch beknackt aus. So, zweimal Schäsier. Das geht im Moment, oder putzen? Putzen mal. Ja, nachher kriegst du wieder deine Spritze, ne? Nicht im Puppis, sondern Ulmenrinde. Kann ich empfehlen. Ulmenrinde bekommt man bei Amazon auch aufkochen. Da hat man dann so einen Sirup und den gibt man zweimal am Tag. Ist auch Entzündungshemd und so. Spaßt dir oft die Gang zum Tierarzt, weil der ist teuer. Ja, einmal Kakao. Ja, ist so, ey. Wenn ich jetzt mit ihnen eingegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich 300, 400 Euro wieder bezahlt. Ich bin doch nicht hier. Ich hab doch, bin doch mein Geld nicht böse. Außerdem habe ich die Kohle nicht. So, dann musst du noch hier ein veganer Proteinbar Lemon Cake Geschmack für Monique mit. Da habe ich zwei Stück genommen. Dann habe ich wieder die Woche voll. Einmal vom Lidl Prospekt. Dann jo, einmal Emmentaler Geriebenheit für den Auflauf, für den Auflauf. Ich mache das immer so halbe halbe. So eine ganze Tüte auf einen Auflauf ist doch ein bisschen viel, obwohl ich ja Käse liebe. Aber das ist ein bisschen Arsch. So, dann haben wir noch ein Kakao. Einmal noch ein Kakao. Kakao. Und noch hier halt Proteinbar Schokolade Brownie Geschmack. Ne, mein Putzelmann. Zeigen wir dich gleich wieder? Ja, ne? Aber hallo, nee. Ja, also die habe ich dann immer so montags. Ne? Entweder mal Penne Bolognese oder die Penne 4 Käse. Halt, was schnell geht. Ja, die habe ich jetzt auch für mich entdeckt. Die Tortilla Wraps in Weizen. Da habe ich dann halt so kleine. Da sind 6 Stück drin. Das reicht dann auch für eine Woche. Die nehme ich mit. Kann ich übrigens empfehlen. So einfladen. Dann nehmt ihr diese Yumi-Soße vom Action. Gurke, Paprika, bisschen Chilisalz, rollst du dir zusammen, lecker. Ich nehme dann meistens immer noch so ein Stück Käse mit oder so, weil ich dann so knabber auf der Arbeit. Finde ich geil. Ist vegetarisch und total lecker. Ja, Batterien mussten einmal mit. Ich musste nämlich hier immer wieder meine ganzen Leuchtsachen auffüllen. Putzi, guck mal hier. Ja, der Putzi ist da, der Mut. Die Babymann, ne? Ja, also Batterien. Dann brauchte Monique Shampoo halt wieder, wenn ihr es angefangen habt, nämlich dann halt wieder was mit. Habe ich mal wieder von Cien in Apfel. Das riecht ja echt gut, ne? Diese Geräusche machen mich wahnsinnig, Leute. Zweimal Ü-Eier. Da sind ja im Moment hier diese Disney-Figuren drin. Übrigens, haha, David und ich hatten jeweils eine da drin. Da sind sie. Ja. Na, ich sammle die jetzt nicht, aber freut man sich ja, ne? Wenn sie da drin sind. Das ist doch süß. Einmal Simba und einmal hier, wie heißt der denn nochmal, der Klon? Oh, ja, keine Ahnung. Oh mein Gott. Ich glaube, den Film habe ich noch nie gesehen. Aber davon haben wir jetzt mal schon zwei. Egal. Ich habe noch einen Kakao mitgenommen. Und dann haltet euch gleich fest. Ich habe endlich diese Joghurts bekommen für David. Mein Gott. So, zweimal Cola Zero. Ich habe ja noch hier 5 Flaschen stehen. Hallo und Spotboy. Nein, wie heißt er denn? Mein Gott, ich komme nicht drauf. Egal. Schreibt's in die Kommentare. Ja, endlich hatten sie da palettenweise. Und ich habe genommen, ich habe alle genommen. Milbona, Jofrutta mit Schokobits, Typ Zabayone, die David von Herzen liebt. Da habe ich mitgenommen. 2 4 6 7
schon geschrieben, weil ich ihm ein Foto geschickt habe. Kannst du mir eine Farbe mitbringen? Aber klar, mache ich. Ja, das war's. Das war mein Haul. Und trotzdem hast du 80 Euro weg. Bist bekloppt. Ja, und jetzt gucken wir mal hier, ne, wer hier so ist. Na komm. So, das kann ich gleich erstmal alles wegpacken. Da ist der Mupfelmann. Hallo Purzel. Wo ist der Purzel? Und da ist die Schnecke. Schnecke. Und übrigens, mein Blumenstrauß, den der Experte mir geschenkt hat, ist immer noch schön. Naja, er geht jetzt langsam in die Fritten, aber ne, die Rose, die bleibt ja sowieso. Aber hier hinten ist noch ein bisschen schön. Also den habe ich voriges Mal 4 Wochen stehen gehabt. Na, es geht jetzt so nach und nach hinüber, aber den kann ich noch ein bisschen stehen lassen. Ja, so wie ist das Wetter? Das Wetter ist bedeckt. Ja, da ist nicht viel los. Ah, es ist nicht kalt, aber es ist bedeckt hier bei uns. Jo. Und dann packe ich euch mal hier rum. So. Ja, das war mein wöchentlicher Haul. Und jetzt ist ja schon wieder jemand am Auto waschen. Ich weiß es nicht. Ist ein bisschen nervig, wenn du so eine Waschanlage wohnst. Ne? Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Bleibt gesund, falls ihr das nicht seid. Gute Besserung an alle. Und ja, ich räume jetzt mal meinen Plunder weg und dann packe ich mir meine Lasagne in den Ofen. Einen guten Hunger an euch dann auch mal später oder jetzt oder wie auch immer. Macht's gut, bis denn. Tschüss.